So, wie ihr seht, habe ich auch das passende T-Shirt an für unsere Gala-Reise. Ja, also wir haben jetzt, ihr seht es, 13:11 Uhr. Ich habe nur eine Toilettenpause gemacht und gerade mal bei YouTube geguckt, was ihr so geschrieben habt. Einer hat mir geschrieben, irgendwie, du bist krank im Kopf. Aber als ich auf den Kommentar irgendwas antworten wollte, war der irgendwie schon wieder weg. Mysteriös. Ich weiß auch nicht warum. Ich meine, unter dem Corona-Anime-Hits-Video hätte ich es verstanden, aber unter dem Naruto-Sammlungsvideo habe ich gedacht, so, hä? War denn da jetzt schlimm? Dass ich 200 € für die Box bezahlt habe oder was, die sonst fast 300 € kostet. Andere Leute verrauchen und versaufen das Doppelte in nur einem Monat, also, ja, naja, egal. Wen interessiert's? Vielleicht hat derjenige im selben Moment gemerkt, dass er ein Schwachmat ist und es wieder gelöscht. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon die Punkte eingelöst. Ich habe tatsächlich für Yu-Gi-Oh! 40 Punkte bekommen und für Digimon 60 Punkte. Wahrscheinlich, weil das hier so ein Double Game ist und dann gehen die wohl davon aus, dass es dann auch teurer ist und so. Und ja, war ja auch ein bisschen teurer als Yu-Gi-Oh!, aber jetzt auch nicht so die Welt. Und dann können wir hier gerade die Punkte abholen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Mir hat es leider, leider niemand gesagt damals. Sonst hätte ich viel, viel früher meine Spiele alle mal reingeschoben, mir überall die Punkte abgeholt und ja, hier gibt es auch 60 Punkte für. Hätte die nicht einfach so verfallen lassen, weil du kannst nur 1 oder 2 Jahre seit das Spiel erschienen ist, diese Punkte dir noch holen. Das hätte, glaube ich, bei vielen meiner Spiele noch hingehauen, aber ich habe es halt einfach zu spät erst gemacht und ich wusste auch nicht, wie das geht. Also ihr geht halt hier auf das Spiel, dann auf Plus und dann eben dabei mein Nintendo-Belohnungsprogramm auf Punkte erhalten. Und ich glaube, wir müssen eh erstmal, genau, erstmal Software aktualisieren, ne, System-Update. Genau, dann machen wir das erstmal, dann lege ich das auf Seite. Oh, das ist schon fertig, okay. Egal, aber wir wollen jetzt hier noch das Pokédex-Lösungsbuch reinziehen. Es ist richtig schönes Wetter draußen. Ich glaube, ich hole mir die Switch mit nach draußen und gehe mal in die Sonne. Das ist ja auch so das Schöne an der Konsole, dass man da auch irgendwie nicht an den Fernseher gefesselt ist. Kann halt nur sein, dass ich auch Unterbrechungen machen werden muss, wenn der Akku leer geht. Und ja, auch wenn ich auf Fernsehbetrieb umstelle, die Controller müssen ja dann trotzdem erstmal geladen werden. Obwohl, ich habe 2 Reserve-Controller. Naja, wir gucken mal, wie wir das machen. Das Pokédex-Lösungsbuch, wie immer mit so einem Metallic-Effekt auf dem Logo. Die sind immer viel edler und nobler als die normalen. Und hier können wir jetzt schon mal so rausgucken, welches Team das dann sein wird. Ach du, holy shit. Die haben tatsächlich den kompletten Galar-Pokédex. Ja, so, das hätte ich mir von dem ersten Lösungsbuch schon erhofft. Also das jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber naja, immerhin cool, dass sie sowas da reingepackt haben. Also ein Übersichtsposter mit allen neuen Pokémon. Oh Gott, wie kann ich euch das zeigen? Ist ja riesig. Moment mal hier. Ja, also da wir hier einmal den kompletten Galar-Pokédex, alle Pokémon auf einen Blick. Ich drehe es mal gerade um. Hier haben wir dann eben eine Karte der gesamten Galar-Region, die irgendwie so senkrecht angeordnet ist. Ich weiß nicht warum. Aber ich packe das mal wieder zusammen. Because wir haben ja schon ein schönes Hintergrundposter. Sponsored by Carina. Ja, das war das Poster. Dann, oh, das ist auch sehr fett, das Lösungsbuch. Aber komm, geben wir uns mal. Das sind erstmal so mehrere Listen. Wenn man den Pokédex nutzt, Pokémon Home. Eier können von beiden Pokémon das Leben erben. Okay. Ja, ich war nie so der Züchter, muss ich sagen, bei Pokémon. Mir war auch immer das Wesen alles total egal.
Ich habe einfach das gefangen, was mir gefällt und habe das dann bis aufs Maximum trainiert. Ich weiß, nicht besonders klug, aber mir war das auch mit diesem ganzen IV-System und so, war mir einfach zu mathematisch nachher auch. Güteklasse, wohin genau? Lol. Was ist das bitte für eine Güteklasse? So, und jetzt kommen die Pokédex-Einträge. Das Spannendste, worauf man die ganze Zeit schon gewartet hat, sehnsüchtig. Ja, die grottenhässlichen Starter. Gut, ja, Chimpep ist vielleicht noch halbwegs süß, aber ich stehe jetzt nicht so auf Affen. Große Ausnahme ist Panflam. Aber Panferno ist ja auch wirklich episch, also da lasse ich nichts drauf kommen. Vor allem, wenn man den Diamond and Pearl Anime gesehen hat. Hoplo, finde ich eigentlich hässlich. Alle Entwicklungsformen, also hier darf ich gezeigt, hier auch hässlich. Vielleicht werde ich es Donkey Kong nennen, wenn ich es fange. Also fange, bekomme. Das muss ich ja dann auswählen als Starter. Was haben die denn für Typen? Das Drummer-Pokémon, das hat nur den Pflanzentyp, ne? Ist das auch ein reines Feuer-Pokémon? Ja, tatsächlich, die scheinen bis zum Ende reine Feuerpflanze und Wasserstarter zu sein. Das gab es ja schon ewig nicht mehr. Das letzte Mal, als es das gegeben hat, war bei Johto. Bei der zweiten Generation. Ja, also hier brauchen wir gar nicht drüber reden. Hier finde ich auch alle drei Entwicklungsstadien grottenhässlich. Hier auch. Also, das hier sieht aus wie ein durchgedrehtes Lidian. Und das, wie gesagt, werde ich Connen nennen, wenn ich es fange. So ein Idiot. Ja gut, das sind ja hier alte Pokémon, die lasse ich nichts kommen. Das habe ich ja schon gesagt, da finde ich zwar die beiden Entwicklungen grotten hässlich, aber Kramor finde ich cool. Also wenn ich hier so ein Micro fange, dann würde ich das auch, also ist ja, was ist das, Stahlflug, ne, am Ende. Ja, würde ich trainieren. Aber das hat ja auch eine Giga-Dynamax-Form. Das ist wiederum überflüssig, dann fängt man sich lieber ein Giga-Dynamax, statt dann mühsamst eins hochzuzüchten. Also ich finde das einfach total Katastrophe, was sie da mit Giga-Dynamaximierung und so gemacht haben. Hätten sie machen sollen wie bei der Mega-Entwicklung, dass du irgendein Hilfsmittel brauchst und dann kannst du das mit jedem Pokémon vollziehen, das eine Giga-Dynamax, also eine Mega-Entwicklung halt hat. Das fand ich viel besser. Oh, gut, also hier Raffel und Schlaraffel. Hm. Also diese typischen Nagetier-Pokémon von jeder Gen. Kleptifuchs und Gaunux finde ich irgendwie auch grottenhässlich. So wie so eine hässliche Form von Zorua. Hässliche Version. Das ist das Kiss-Pokémon. Hatte ich, glaube ich, vorhin irgendwann erwähnt. Barrikadax. Dass der Band Kiss nachempfunden ist. Apparently. Finde ich das eigentlich auch cool aus. Was ist denn das für ein Typ? Unlicht und normal. Aber sehr anfällig für Kampfattacken dann. Mit der Kombi. Zwollock. Ja. Weiß ich nicht. Finde ich nichts bei. Ich finde wieder die Vorentwicklung besonders süß, die alle direkt am Anfang schon, wo es enthüllt wurde, gehypt haben. Noch die Endentwicklung. Also da würde ich auch alle mal lieber einen Chevrum trainieren. Finde ich cooler. Ja, das ist auch so ein Pokémon. Naja. Nee. Finde ich nicht so geil. Ja, Cleopatra ist süß. Pikachu ist süß, kann man nichts sagen. Skoppel ist süß, wobei die Endentwicklung hässlich ist. Ja, Voldy bzw. Belectro kann man sich mal überlegen. Auch hier finde ich Wuffles und Wolverock 100-mal süßer, aber ja. Vielleicht schaffst du das in mein Team. Mal sehen. Wird ja auch als Elektro-Pokémon im Team empfohlen, sogar im ersten Lösungsbuch. Ja, das habe ich tatsächlich damals im Team gehabt und komplett bis zum Endstadium durchtrainiert, also entwickelt in Sonne und Mond. Ich finde das Pokémon jetzt nicht besonders hübsch, aber hat sich schon nützlich gemacht auf meiner Reise, definitiv. Vor allen Dingen, weil Froyal ja auch viele Kampfattacken lernt. Hätten sie eigentlich einen Pflanzekampftyp draus machen sollen, aber dann wäre es wiederum sehr anfällig für Flugattacken geworden.
Wahrscheinlich haben sie es deshalb dann lieber sein gelassen. Ja, Voltenso ist ja ein sehr beliebtes Pokémon, aber das ist bei mir... Genau, beide eigentlich. Akani und Voltenso sind sehr beliebte Pokémon, aber bei mir ist nie der Funke übergesprungen. Das war jetzt auch wieder ein Wortwitz, ein unfreiwilliger. Ja, muss man dazu was... Also ich finde Gelatini total süß, aber bleibt mir fort mit den anderen Entwicklungsstadien. Pampros finde ich noch ganz cool, auch wenn die erste Entwicklung scheiße aussieht. Aber besser die erste Entwicklung sieht scheiße aus, als die letzte. Ja, hier so Somniam oder Somnivora und Voltula, wenn ich die sehe, muss ich immer sofort an Schwarz aus dem Manga denken. Weil das war ja so sein Team. Oh, das Misty. Werde ich das jemals in Pokémon Go haben? I don't know. Das habe ich auch noch nicht in Pokémon Go. Fehlen aber, glaube ich, gar nicht so viele Bonbons. Weil, wenn wann immer ich irgendwelche Sonderbonbons habe aktuell und die erübrigen kann, tue ich die immer in mein Kaumalat rein, was mittlerweile ein Knarxel ist. Ich habe es einmal schon entwickelt. Ich hatte einmal eins im Ei und ich habe seitdem die Hoffnung aufgegeben, je wieder eins in der Wildnis zu fangen oder in einem Ei zu haben oder was auch immer. Ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich habe auch die Hoffnung aufgegeben, dass es ein Community Day bekommen wird. Ich ziehe das jetzt einfach gnadenlos durch, tue alle Sonderbonbons da rein und dann... Habe ich mein Knarxel, habe ich meine zwei Pokédex-Einträge und dann ist gut. Ja, hier, da konnte ich auch nicht so viel mit anfangen mit dem Pokémon. Weiß ich finde das hässlich. So gucke ich auch immer. Morgens nach dem Aufstehen. Genauso fühle ich mich dann auch, wie so eine leere Hülle. Fehlt mir auch noch in Pokémon Go. Aber da fehlen nicht mehr so viele Bonbons, aber irgendwie ist gar kein Clickrate mehr seit Ewigkeiten gewesen. Ach ja, Batteriebi. Bis ich mal ein Weibchen hatte, echt. Ich musste mir eins ertauschen, tatsächlich. Um mir einen Kronweisel zu machen. Und dann auf einmal gab es irgendwelche Events, wo das dann häufig war wie Heu. Und dann, ja, war voll unnötig, dass ich den Tausch gemacht habe. Das ist neu, ne? Das gab es noch nicht in Sonne und Mond. Ich meine, das wäre neu. Ja, finde ich aber auch nicht so. Boah, Genosso. Habe ich euch mal die Story mit Genosso erzählt? Wie traumatisiert ich als Kind war, als ich dieses Pokémon erhalten wollte. Mein Kikugi entwickelt sich weiter und das kommt dabei raus. Und dann habe ich erst erfahren, dass es fast immer in der Wolkenform ist. Ey, das war echt sofort auf der Box gelandet und ich war mega enttäuscht. Panawatz, finde ich, ist ganz gut in der Kampfliga. Also in der Superliga setze ich das ganz gerne ein. Ich war sogar der Erste, der damit ankam. Mittlerweile haben einige mir das schon abgeschaut und nachgezogen. Viele kamen ja mit Morlord und Velsar, hatten also eine ähnliche Idee gehabt, aber Prana war es viel besser. Das hat die immer platt gemacht. Deshalb finde ich es auch cool, dass es jetzt ein bisschen Anerkennung bekommen hat im neuen Startbildschirm von Pokémon Go. Hat sich auch verdient. Ja, das Mulan-Pokémon, über das wir schon geredet haben. Wenn ich eins fange, werde ich es auch Mulan nennen. Oder wie heißt der Drache von Mulan? Oh, ich muss Mulan auch unbedingt nochmal gucken, den Zeichentrickfilm, bevor die Realverfilmung ins Kino kommt und ja auch der nächste Killer La Princess-Band erscheint in Amerika, den ich mir vorbestellt habe. Weiß ich auch nicht, was dieses Pokémon hier soll. Also klar, ist hier irgendwie Kohleabbau oder whatever. Monte Carbo sieht für mich irgendwie einfach nur wie so ein Rihornior-Rip-Off aus. Nur, dass Rihornior hübscher ist. Aber Feuergestein ist keine gute Kombination. Sehr anfällig gegen Wasserattacken.
grottenhässlich. Grottenhässlich. Hässlich, 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 hässlich. Ja, das ist mir dann wieder zu süß, im wahrsten Sinne. Vor allen Dingen, warum gibt es einfach so viele verschiedene Sorten? Oh, ich hab gespuckt. Oh nein, ich hab's übrigens hoch. Aber man kann ja nicht mal sagen, verschiedene Arten von den Pokémon. Das sind ja wirklich verschiedene Sorten. Weird. Einfach nur weird. Das ist ein geiles Pokémon. Pumpkin ist richtig geil, da lasse ich nichts drauf kommen. Da habe ich so lange, wirklich Stunden damit zugebracht, auf diesem Feld Irrbisse zu fangen, bis da irgendwann mal ein XXL dabei war. Und dann gab es dann irgendwann so ein Event, wo du das nachgeschmissen bekommen hast, wo ich mir auch gedacht habe, toll, ihr mich auch. Ihr mich auch. Und dafür habe ich das die ganze Zeit gesucht, wie bekloppt. Und wirklich einen ganzen Tag oder 2 Tage damit zugebracht. Ich war echt am Verzweifeln nachher. Was ich cool finde an Pokémon Schild, du musst dir keine Gedanken machen bei den Pokémon, die du fängst, ob die auch shiny sein könnten oder nicht. Wie bei Pokémon Go immer. Wo man sich immer merken muss, welche eine shiny Form schon haben und welche noch nicht, weil hier kann ja wirklich alles shiny sein. Ja, Porenta kriege ich ja hoffentlich getauscht noch. Wobei, Lea ist sehr still. Die wollte eigentlich heute, ne? Aber da kommt irgendwie nichts im Moment. Ja, Galarflun schlägt. Weiß ich nicht, was hat denn das für Boden und Stahl? Braucht man das? I don't know. Das hat sich ja wirklich als Überraschungshit entwickelt bei mir. Ich habe ja Reißlaus damals nur gefangen und ins Team genommen. In X und Y. Weil ich vorab mich informiert habe, welche Weiterentwicklungen man nicht in freier Wildbahn fangen kann. Und Tektas ist eben eine davon gewesen. Und das ist der King des Battle Royals. Der King, ich sage es euch. Weil das ist so unbezahlbar mit seiner Fähigkeit, dass ich das, wenn es nicht mehr so viele KP hat, aus dem Kampf entfernt und dass du ein effektiveres einwechseln kannst, fand ich einfach mega. Genau, und hatte ihm die Attacke Schutzschild halt auch beigebracht. So war das. Damit habe ich diesen ganzen Battle Dome oder wie das Ding hieß, gemeistert. Nicht irgendwie alles hässlich, alle drei Entwicklungen, aber das hat eine schöne Giga-Dynamax-Form, die gefällt mir. Das erinnert mich total an Sushi aus Little Witch Academia. Was ist denn das für ein Typ? Fee und Psycho? Silembrim. Vielleicht werde ich das trainieren. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, so viele alte und neue Gesichter. Aber hier auf den Seiten jetzt vorwiegend alte Gesichter. Ja, Washak Will. Muss auch direkt an Schwarz aus dem Pokémon-Manga denken. Das ist so sein Signature-Pokémon. Und hier bei Skalück muss ich direkt an Weiß denken.